Käsebrot, Freund. Guten Morgen, Tim J. Moin, moin. So, Guter, wir gehen auf den Nachtmarkt. Hast du wieder schick gemacht? Ich habe mich schick gemacht. Aber ich dachte mir, ich gebe mir mal so ein bisschen einen jungen, dynamischen, peppigen und habe mir mal die guten J. Jiggler Schuhe zu meinem Outfit gegönnt. Die echte J. Jiggler? Das sind natürlich die echten J. Jiggler. Ach so, nicht die nachgemachten? Nein, Ansehen beinahe 8 Käse. Ja, Ansehen beinahe 8? Ansehen beinahe 8. Ja, dann und kannst du ja vielleicht doch noch den Tang machen, den Dr. Tang. Nee, ich will auf den Nachtmarkt. Ja, das weiß ich. Vielleicht kannst du beides machen, weißt du? So, der Nachtmarkt ist da. So, als ganz verwegener Typ kann man das ja mal machen. Ach, jetzt hier. Ja, da will ich hin. Auf zum Nachtmarkt. Du kannst aber links abbiegen. Dann bist du ja schon da. So, jetzt hast du dich schon wieder verlernt. Ich glaube. Meinst du? Ja, nein, du hast die Route verlernt. Ach so, ja, das stimmt. Aber ich nehme einfach den Hintereingang. Weißt du, wo es lang geht? Ajo, zum Nachtmarkt. Achso, ja, hier den Priester hoch. Oh je. Nichts passiert, nichts passiert. Sie müssen sich nicht erschrecken. Oh, jetzt hast du ihr ganze Getränk versemmelt, Mensch. Ach so, ich bin auf dem Weg zum Nachtmarkt. Käse. Ja. Da hab ich jetzt mal $10 abgedrückt bei deiner Stelle. Oh. Entschuldigung, dass ich in ihr Geschäft gefahren bin. Oh, Klamotten, das sieht aber nicht ordentlich aus. Nein. Komm, wir kaufen da mal jetzt alles, was es gibt auf dem Markt. Bestimmt, ja. Ich glaube jetzt nicht, dass du bei der noch was kaufen kannst. Naja, gut, wahrscheinlich nicht. Ich habe sie auch umgefahren. War gar kein Geschäft. Gar kein echtes Geschäft. So, aber da drüben ist ein echtes Geschäft. Okay, der gute alte Nachtmarkt. Hallo, hallo, hallo. Ja, ja, wir sind ja schon da. Hä? Was willst du denn? Ziervogel? Oh. Absolut. Obwohl, das ist voll die Tierquälerei. Ich bin dagegen. Ist ja nur... Ich will's sehen, Käse, ich will's sehen. Ziervogel. Kauf dir dein Vögelchen. Jo, ich nehme zur Kenntnis und das Publikum auch, dass du grundsätzlich gegen Tierquälerei bist und deswegen wir im wahren Losbräuch, okay. Gibt einen Vogel. Im wahren Leben niemals einen Ziervogel bei uns in die Wohnung stellen. Nein, nein, ganz gewiss nicht. Aber ich denke mal, ein virtueller Ziervogel ist in dem Falle nur eine halbe Tierquälerei. Ja, wahrscheinlich schreit er voll rum und macht jede Menge Dreck und Arbeit. Ja, na gut. Was hast du dann davon? Nicht so dramatisch. Ja. Hallo. Ja, wie hier? Geht nix, oder was? Na gut. Was ist denn... So, hier ist doch jetzt mal Shoppie angesagt. Ja, ja, da kaufen wir jetzt mal alles. Hier, da. Zeig uns, was du hast, guter Mann. Ach so, dann sehe ich aber so bescheuert aus, gell? Du kaufst schon, ne? Ja, naja, du bist jetzt bescheuert, nicht wahr? Ist dann halt so. Ohoho! Naja, komm, wir kaufen alles. Mal schauen, wie ich danach aussehe. Billiges T-Shirt. Braucht man manchmal zum Schlafen oder so. Ja. Ja. Ajo. Mach genug Geld. Das sieht ja an. Das ist ja traumhaft. So, ich kotze Talent. Hä? Talent? Talent für ein Perform oder Talent? Hä? Was ist das überhaupt? Eine Hose oder was? Eine Schuhe? Achso, deswegen bewegt sich da bei der Hose nichts. Haha, kein Wunder. Was haben wir für Hüte? Ja. Nee, die kaufen wir nicht. Nee, damit sieht er einfach immer bescheuert aus. Bewusstseinsbond haben wir doch schon. Stimmt, das brauchen wir auch nicht. Nein. Ah, die werden es nicht bereuen. Doch, wir haben es schon bereut. Tja, deinen Schutt gekauft zu haben. Immerhin haben wir jetzt einen Vogelkäfig. Aha. Aber der war gar nicht auf der Dings angezeigt, gell? Nee, auf der Map nicht. Muss man wahrscheinlich finden, denke ich mal. Vogelkäfig, man muss man finden. So, vielen Dank. Ja, bist du jetzt jeden Strandstand angelaufen? Ich hau jetzt. Nee, nee, ich bin hier noch auf dem Weg. Ja, aber warum probierst du dann nicht bei jedem Strand, ob es was gibt? Ach so, weil dann trotz allem so ein Symbol über deren Kopf erscheint. Also ich sehe es hier auf der, in der realen Welt, Käse. Echt? Das ja. Ist sie wieder meiner auch nachverkehrt entgangen. Ja, ja. Hier die Sprechblase. Ja, ja, genau. Ach ja, hätte ich dich nicht, Timse. Du wärst hoffnungslos verloren ich in der total verloren. Düsteren Welt von Tokio. Hongkong. Hongkong. Oder? Beinahe Tokio. So, das haben wir schon alles. Oh, das ist ein Statement. Der Truckerhut. Ja. Den kaufst du dir. Klar. Optiker. So, ah, schön, schön ja. Oh ja, oh, man weiß ja nie. Gesichtsmaske, man weiß nie. Ab zur nächsten Sauerstoffbar. Sonnenenergie, Solarenergie. Wow. Das ist mal ein Statement, oder? Das ist ein Statement. Okay, ich bin für Solarenergie. Ja, virtuelle ja. Solarenergie. So, was geht hier sonst noch? Habe ich jetzt schon einmal die Runde geschafft? Oder? Weiß ich nicht. So, warten wir wieder. Oh, achso, nee, den haben wir schon. Ja. Dass du wieder bei der Vogelfrau bist.
bis ich wieder bei der Fohle bin. Wovor? Oder ich über meinen Roller stolper irgendwo. Ja? Oder aber auch dies. Wo ist die Vogelfrau? Ruckel, ruckel. Was da? Gibt es was? Was gibt es hier? Knusper. Hotdog. Nee, Essen haben wir schon. Ja. Mist. Bei dem waren wir das schon. Ja? Oder? Nee. Bei dem waren wir noch nicht. Nee. Oder? Nee, das billige T-Shirt haben wir noch nicht gekauft. Okay. Und das. Das haben wir auch noch nicht gekauft. Nee, das haben wir auch noch nicht. Was man da noch für Perlen findet. Guck mal hier ein. Oh. Nein. Oh, das ach, die hast du schon. Ja, ja, das, die habe ich schon. Truckerhut. Den haben wir doch auch schon. Das ist ein anderer Truckerhut. Das ist ja unfassbar. Nee, das bin ich nicht. So, jetzt sind wir fast durch, oder? Da drüben leuchtet noch irgendwas. Wo ist denn jetzt hier die Vogelfrau, Mensch? Massage? Nee, Dragon Kick. Nee, den nicht. Brauchen wir nicht. Nein. Haben wir schon. Das geht. Oder irgendwas anderes. Hallo. Ja, ja, wir kaufen ja. Wir kaufen alles. Unterhemd. Das ist für den modebewussten jungen Mann ein Muss. Und was gibt's noch? Oh, oh ja. In Oranje. Auch gut, sehr ausgebeult. Sehr ausgebeulte Jeans. Ja. Das ist ja der Wasserbeine. Nee, die gefallen mir nicht. Nee, die würde ich auch. Perlendrachen. Oh ja, Perlendrachen ist gekauft. Hast du schon. Rockerarmband. Hermit. Rockerarmband ist wiederum cool. Gott, jetzt siehst du echt mal scheiße aus. Ja. So, wo muss ich lang? Immerhin hast du ein Rockerarmband. Komm ich jetzt aus der? Du kommst aus der. Oh ja, da ist die Dragon-Kick-Frau. So, was geht hier? Wo ist die Vogelfrau? Wo ist denn die Vogelfrau? Da gibt's Knusper. Eiscreme. Hatten wir schon mal Eiscreme? Ich glaube, eine Eiscreme hatten wir noch nie, oder? Nee, aber jetzt haben wir welche. Siehst du mal an. Sieht aber nicht so lecker aus hier. Und nun? Ja, ausverkauft. Schade auch. Okay. Vogelfrau. Was ist denn die Vogelfrau? Jetzt hier irgendwie wahrscheinlich halt voll der Abzockervogel. Meinst du, die hat ihn geklaut und hat sich dann schnell verpisst? Ja, oder der bricht dann aus und fliegt wieder zu dir zurück und dann verkauft sie ihn den nächsten für 1200 Steine. Das kann natürlich sein. Weißt du, die hat sich jetzt hier geschwind aus dem Staub gemacht. Das wäre nicht nett. Naja, ich merke es. Vogelfrau. Die Vogelfrau ist abgehauen. Zum Stopp gemacht. Einfach so Nudeltopf. Na jo, danke. Yay! Waren wir hier schon? Wow. Gibt's nix. Sieht nur so aus, als würde sie was verkaufen, ne? Will sie aber nicht. So. So. Das sind die besten Läden. Ja. Karrenläden. Ich dachte echt, ich könnte da was kaufen. Falsch gedacht. Oh, ist das nicht? Nee. Doch nicht die Vogelfrau. Nee. Hä, wir sind doch jetzt hier schon dreimal drum rumgelaufen, Tim. Wir stimmt, auf die Karte. Da war die Vogelfrau auf. Ja, ja, hier war sie nämlich. Da sag ich doch, die hat sich verpisst. Ich habe irgendwann hier aber auch mal eine Klimaanlage gesehen. Was? Eine Klimaanlage? Ich weiß nicht, ob das so Zufallsevents sind, dass sie da auftauchen oder so. Wie zum Kaufen? Ja, ja, für die Wohnung. Weil die so ein schönes, modisches Accessoire ist oder was? Ja, ja, die eine Design-Klimaanlage halt womöglich. Sau, scheiß Vögel-Dinger. Sauber abgeräumt, Tim. Ach ja, guck, da parkt ja auch mein Moped und wartet auf mich. Ah ja, das ist ja frisky, frisky. Die gute frisky Sonnenbrille. Tja, Tim, naja, du hast jetzt auch nicht geshoppt, ja? So. So, bist doch. Okay, neuer Fall verfügbar, sagt er. Ja, bist du. Fährst du mal hier runter, du Bub. Da fahren wir jetzt mal hin. Ja, guck mal, was für ein Fall verfügbar ist. Guckst du mal. Aber warte mal, so nicht. Die große Maschine. Nein, hier ein neuer Fall Fall verfügbar. Da will ich hin. Fall verfügbar. Jo. Nee. Ein bisschen den Rasen mähen. Nee, Maschine. Jetzt springen. Oh nein, der zerspringt.
Okay. So, dann gucken wir mal, was hier für ein Fall verfügbar ist. Mhm. How am I supposed to do my job when you keep stonewalling me at every fucking turn? Fine, sir. I understand. I just I'll figure it out. Everything all right? These fucking politicians. They want me to clean up the streets, but they won't give me the resources I need to do it. I got something for you, and I'm all you need to close it. Yeah, well, it better be good. I'm in a pretty shitty mood right now, I'm not gonna lie. Kidnapping down at the K-Bar. Russian hostess. Probably here illegally. Now, I'm gonna investigate it further, but I wanted to give you the heads up. You know, I keep waiting for the other shoe to drop with you, but you've really helped us out a lot lately. Let me know what you find. Hmm. Stimmt, das eine Mädel ist ja entführt worden. Ja, ja. Da haben wir doch vergeblich versucht, die Mission dafür zu finden. Ja. Naja, jetzt haben wir sie gefunden. Mhm. Wunderbar. Dann, ja, machen wir sie doch. Ja. Machst du mal, Tinge, ja? Ja. Machst du mal. Nachdem ich schon so fröhlich shoppen war. Roll dich ab! Yeah! Sau geschickt. Wow. Okay, wo ist das Moped? Da. Einmal bitte draufklären und rum. Oh Gott, rückwärts fahren. So. Ah. Okay. Oh, Entführerhinweis 1. Da fahren wir hin, da fahren wir hin. Auf zum Entführerhinweis 1. Open. Oh je. Ach so, ich bin ja hier Polizeimission. Also. Oh je. Ich weiß nicht. Ich meine, den hast du jetzt am Leben gemacht. Ach, stimmt. Also, noch scheinst du nicht in der Mission zu sein. Oh, da werden wir transportiert. Nee, ich bin jetzt Mission. Naja. Ach, guck, das ist die Transporterstraße, die Wendstraße. Die Wendstraße? Naja, da hast du doch irgendwann mal so eine Million Vans irgendwie. Ach, Van, nicht Van mit W und zwei N, sondern Van mit V und A und M. Ja, mein Mund ist ein bisschen trocken. Van, Van. Na dann. So, wo sind hier die Hinweise? Wo sind die Hinweise? Naja, ich glaube, das ist noch nicht so. Direkt in der Nähe, oder? Ja, na gut, aber gleich bin ich in der Nähe. Da ist schon wieder ein Transporter. Liebste Dinger, gell? Der ist doch voll mächtig, der ist also gewesen, ey. Voll geil. Leicht verdientes Geld, sag ich dir nur. Wow, fast drüber geschafft. Oh, das wäre geil gewesen. Ich wäre gern oben auf der Mauer lang gefahren, aber ich glaube, das ging nicht. Das ist eine Gebietsgrenze. Schade. Ein Karte Tinge. Piu! Piu! Das passt schon. Wenn man auf einem Rad fährt, das weiß man ja als Motorradfahrer, da kann einem gar nichts passieren. Das ist nur auf zwei Rädern gefährlich, ja, dass ja man gerutscht oder so. Ja, ja. Und auf einem ist es relativ safe. Ja, wisst ihr. Ja, ja, ja. Hier passiert nichts, ja. Also ich meine, das ist schon krass, ja, wie oft ich in GTA gestorben bin, weil ich mit dem Moped irgendwo gegen die Wand gefahren bin oder ja, oder abgeflogen oder so. Gell? Ja, ja, schon, ja. Das ging ja so schnell. Aber hier? Nein. Ich finde das ganz cool. Ja, ja, das ist... Also mehr Spielspaß, weniger Realismus, da habe ich kein Problem damit. Ja. Das passt schon. Ach so, hier sind wir im Club hier. Wieder meine Caber. Mit Iljana über Katuschka. Na, das ist die gute Katuschka. Warst wenn du. Ich jetzt wieder singen muss, dann kriege ich einen sanften Weinkrampf. Weinkrampf, ja. So, wo ist sie hier? Da steht sie schon. Have you found out anything? Not yet. Did Katuschka have any favorite clients? Guys that liked her particularly? Know anything like that? You should talk to Mr. Chen. He had a real thing for her. I think they were, how do you say it? Special friends. Mr. Chang. Komm her, Chang. Na, du scheinst es ja nicht zu vermissen, die Gute. Belästige. You Chan? It's Mr. Chan to you. What do you want? I got a couple questions about Katuschka. Why the hell would I tell you anything? My name's Wei Shen. Maybe you heard of me. Little shits like you aren't usually so fast to insult the Sun on Yi. Wei Shen. I'm so sorry, Mr. Shen. I didn't know. Hat ihn nicht erkannt, wegen dem Mundschutz. I have nothing but respect for the Sun on Yi. Please, I will help you any way I can. How do you know Katuschka? We are friends. Friends? Fuck with me, Chan.
Okay, okay. We had an arrangement. I paid for her apartment, got her clothes, jewelry. She was appreciative. Have you seen her recently? No, not for a week at least. She hasn't returned my calls either. Where is this apartment? I'll give you the address. Anything else? She asked me to get her papers, a visa. But I do not know how to get papers. I cannot marry her. I got a wife already, you know? Tja. Na dann. Ab durch die Hintertür. Schön putzen da drüben. Putze, putze. Warum muss ich denn durch die Hintertür? Tja, weiß nicht. Gute Frage. Falls es gut ist oder nicht? Naja, wir werden es gleich sehen. Ich glaube, ich habe da noch nie eine Hintertür gesehen. Nee, die war bisher bestimmt immer verschlossen. Ach so, das Apartment ist einfach sehr nahe. Das ist aber nett. Okay, aber warte mal. Sind wir jetzt nicht in diesem Hinterhof-Ding, wo... Wo diese Ansehensmission ist? Ja, wo wir eigentlich immer hin wollten. Wo wir nie hineingekommen sind. Oh, ja. Kann sein, aber... Das wäre dann das Rätsels Lösung, Käse. Dass man durch den verdammten Club dahin... Oh, ungeschickt hinein. Ach so, du meinst also, wir sind... Ach, das ist ja... Also das wäre ja mal wirklich... Das wäre ja unfassbar, oder? Ja. Da wären wir ganz schön doof eigentlich. Ja, wieso doof? Ich meine, wer erwartet denn, dass man durch den Club durch muss, um da... Das kann man nun wirklich nicht... Oh, wow. Ach so, mal wieder. Naja, okay. Ich dachte schon, es wäre was Neues. Aber nein. Oh. Ach, verdammt. Was hast du denn jetzt gemacht? Versemmelt hast du es? Ja, das Pad vibriert wie die Sau. Echt mal? Ja, weiß nicht warum. Das hinterhältige Ding. Okay. Sehr gut. Ich weiß nicht, warum das Pad vibriert, während man da irgendwelche... Naja, eben, weil es halt nervt. Genau deswegen. Na, wahrscheinlich. Na, das war aber nicht ungeschickt. So. Musst du jetzt nicht da... Ach so. Nutzen Sie im Apartment nach... Suchen Sie. Ach so, suchen. Telefoncheck. Oh, das ist nicht so spannend. Okay. Kühlschrank. Vielleicht gibt es einen... Oh, wie sieht es denn hier aus? Nicht gut. Nee. Dragon Kick. Sieht so aus, als ob da jemand einen weiblichen Schuh benutzt hätte, um den Tisch zu zerschlagen. Zwei sogar. Eieiei. Mitteilung checken. Okay. Mache ich. Kamera. Hup. Wunderbar. Und irgendwelche Dinger fotografiert. Okay. So, nun Tang anrufen. Okay, Tang, sag mal. I need you to run a phone number for me. 5550154. Ah, und das ist jetzt Tang mit E. Dr. Tang mit A. Ja. Wahrscheinlich heißt der andere Tang. Wei, you might have found your man. The number belongs to Yarquai Lai, Fisherman Lai. He's affiliated with 18K. Runs a number of businesses along the waterfront. Mm-hmm. We think he's heavily into their smuggling operation. Know where I can find him? He likes to gamble. Frequents a little place in Central. I'll text you the address and his mugshot. Good. Maybe I can plant a bug on him, see where he takes the girls. How you gonna do that? I'm gonna lose it to him. At poker. Erledigt. Na dann. Okay. Wunderbar. Kopferfahrung. Und? Oh, das war ordentlich viel Kopferfahrung. Ja, nur 5 Abzug wegen Ungeschicktheit. Ja, war ich ja auch nur einmal ganz kurz. Ja, ja. Und jetzt bist du hinten drin, Timsche. Naja, scheiß drauf, oder? Naja, ich mache ja jetzt noch... Meinst du, soll ich nicht noch schnell mal zumindest gucken, was diese Sozialmission hergibt, nachdem wir hier... so oft und vergeblich versucht haben? Ja, zumindest mal gucken, ob sie tatsächlich hier ist. Können wir ja mal machen, oder? Oh... Mal kurz gucken und dann geht's ab nach Hause. Und? Oh. Wo bist du? Noch weiter unten? Scheine genau. Oder weiter oben? Du siehst mich weiterhin ratlos, Käse. Vollkommen ratlos. Vielleicht ist die ja hier in dem Club drin. Das wäre jetzt ja wohl auch ein Scherz, oder? Weiß ich nicht. Sieht könnte so. Das etwa sein, dass sie im Club ist? Ne, oder? Aber das kann doch nicht sein. Die ist im Club. Die ist im Club.
Alter, das ist doch wohl ein... Da bleibt einem die Spucke weg. Da steht er rum, der Blödmann. Es gibt, glaube ich, sogar zwei im Club, oder? Sieht fast so aus. Das ist ja hart. Da gucke ich mal auf die Karte. Nein. Nein. Was, was? Neustart des Titels? Alle, oh Gott, alle gespeicherte Fortschritte ist verloren. Ja, ja. Tschüss. Ich wollte eigentlich nur auf die Karte gucken. Nein, ich will auf die Karte gucken. Warum drücke ich denn hier als falsch? Karaoke ist nichts für Männer. Nee. Das hier war die Polizei. Nee, nee, irgendwie. Nee, das ist falsch, ja. Das war nicht die richtige, nee. Hm, okay. Geschenkt. Jetzt haben wir uns aber aufs Glatteis führen lassen. Mhm. Also, wir haben uns selbst verlernt. Ja, ja, vollkommen. Da geht's nicht. Raum 101. Edelmassage. Für 1400 jetzt hier. Kurz vorm Schlafen gehen und mal edel massieren lassen, oder was? Nee, besser nicht, ne? Das ist doch Quark. Ja, das bringt's nicht. Edel. Was ist denn das hier? Echt mal. So, na gut. Was gibt's denn hier noch alles in dem Club? Ich weiß es nicht. Ich glaube sonst nichts. Vielleicht Dragon Kicks oder so. Vielleicht, ja. Wieder mal rausgelernt. Okay, so. Wow, ist das hell hier. Ja, tut in den Augen weh, oder? Okay, dann fahre ich mal nach Hause. Ich würde ja gern meinen Vogelkäfig sehen, aber bin ich ja leider nicht in der Nähe. So. Nee, wo war der? In North Point. Oh, entschuldigung, du bist über den Katzen. Okay. Okay. Ja, ich sag's noch. Ja, ja, ich werde jetzt wahrscheinlich mal auf der 20.000 oder so. Ja, ja, da sind sie dann. Ach, die Frauen, die hinten und die Männer da unten. Du, 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 du. Piu! Silver Race. Boah, schade. Oh Gott, nicht gut. Naja, ich musste kurz durch eine Bushaltestelle durch. Das kann passieren. Naja, das kann passieren. Oh je, das kann passieren. Die Bushaltestellen sind dann auch nicht mehr das, was sie waren. Hast du die Freude dran gefunden, Tim Schiff? Ja, das. Au. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Oh, jetzt zitter ich rum, ey. Naja, immerhin hast du die Cops damit abgehängt. Du hast sie voll demoliert. Naja, wer konnte wissen, dass ich gegen einen Stahlträger krache? Du hast es geschafft. Wie oft haben wir es jetzt geschafft? Zweimal oder so? War das jetzt das zweite oder war es schon das dritte Mal? Ich weiß nicht. Dass wir vom Bock runterfliegen. Ja, schon, ja. Naja, ich glaube es schon. Massagesalon, wo ist unser Haus da? Siehst du, ich bin sogar fast richtig gewesen. Da ja, fahren ja. Wir jetzt mal hin, hier. Ja, sicheres ja. Haus. Was denn? Bin auf dem Weg, Käse. Kann es nicht lassen, nein. Ja, diese Bushaltestellen halt auch als... Zieh mich magisch an. Also nicht den Weg. Ist nur hier nicht noch ein Polizisten überfahren. Und. Hallo. Naja, gut, ich sag einfach mal, das muss ja nicht immer sein. Nee. So, wunderbar. Hinein mit dir, du Weh, du Elender. Naja. Und ab ins Bett mit dir. So, wie spät haben wir denn? Ich sage 12. 9:36 Uhr. Was? Es ist Schlafenszeit. Na dann. Aber hallo. Gerade mal rechtzeitig. Husch, husch ins Bettchen, Timmy. Gute Nacht. Nacht. Bis nächstes Mal.